Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur Bilderserie Nummer 3. In dieser Folge werde ich euch, wie auch in den beiden vorherigen Teilen, wieder Industriezerfall vom Feinsten zeigen. Dabei soll natürlich die Geschichte dieser Location nicht zu kurz kommen. Hoffentlich habt ihr die beiden vorherigen Folgen gesehen. Wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall gerne mal bei uns rein und abonniert uns auf diesem Wege, um in Zukunft keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Thema Folgen, ihr wisst ja, diese Bilderserien und die hier neu dazuschalten, dienen einfach dazu, euch Objekte zu zeigen, wo ich nicht gefilmt habe oder es einfach technisch noch nicht für mich möglich war. Solltet ihr aber eher auf bewegte Bilder stehen, und ich zähle selber dazu, dann schaut auf jeden Fall auf unseren Kanal. Dort findet ihr weit über 100 Folgen und da ist bestimmt auch was für dich dabei. Aber nun geht es rein in diese Bilderserie Nummer 3. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und dieses Mal zeige ich euch die einstige deutsche Holzbearbeitungsmaschinenfabrik Jacobi und Eichhorn, und ja, genau so hieß diese kleine Fabrik. Die straßenseitig nicht allzu groß wirkende Fabrik machte uns nicht viel Hoffnung auf tolle Motive. Naja, das sollte sich zügig ändern, denn was hier alles so umherlag, kam recht unerwartet und ließ uns bis in die letzten Tage dieser Firma mitlesen. Aber beginnen wir am besten beim Ohrschleim, denn was hier so lange umherlag und stand und heute auch unter Denkmalschutz steht, das hat doch einiges an Geschichte zu bieten. Laut Denkmalschutzregister entstand das Gebäude um 1895. Im Netz fand ich einen recht umfangreichen Artikel, der die Firma und den Bauherrn auf das Jahr 1911 festsetzt. Im Zweifel würde ich eher für das Register stimmen. Zu dieser Zeit war es einfach sehr, sehr selten, dass der Bauherr gleich nach dem Bau einer neuen Liegenschaft pleite ging, was aber durchaus möglich war. Auf der Suche nach alten Reklamen aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts fand ich einige Zeitungsartikel von 1908 und 1909, auf welchen die Firma mit Ehrungen beispielsweise mit einer Silbermedaille aus Weimar oder einer Goldmedaille der Leipziger Bauartikelausstellung für sich warb. Also musste es die Firma schon vorher gegeben haben. Dies bestätigte sich dann auch in dem Artikel im Netz. Auch stieß man hier auf Ungereimtheiten, was die Jahreszahlen angehen. Allerdings fand man auch heraus, dass die Firma vorher in Lindenau heimisch war und, wie ich vermute, aus Platzgründen in das neu angelegte westliche Industriegebiet hier in Leipzig umzog. Holzbearbeitungs- und Maschinenfabrik. Das bedeutete im Detail das Herstellen von präzisen Anlagen und Maschinen, die in Werkstätten, Fabriken und Handwerksbetrieben zur Verwendung kamen. Dazu zählten Tischlerei, Schreinerei und auch Glasereimaschinen. Dabei verstand man es, seine Maschinen für mehrere Zwecke bzw. Arbeitsschritte gleichzeitig verwenden zu können. Mehrere Patente hielten Jacobi und Eichhorn in dieser Zeit. Besonders stolz war man auf die sogenannte Hohenzollern II, die Habsburg II oder die sogenannte Victoria. Allesamt Universalmaschinen für, wie bereits erwähnt, mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig. Wie das Unternehmen den Ersten Weltkrieg überstand, ist ungewiss. Fakt ist aber, dass es danach weiterging, wenn vielleicht anfangs mit weniger Personal. Vermutlich profitierte auch diese Firma vom Aufschwung und der Kauflust in den goldenen 20er Jahren. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 geriet aber auch Jacobi und Eichhorn und so gut wie jedes Unternehmen branchenübergreifend in finanzielle Schieflage, sodass Dutzende Mitarbeiter entlassen werden mussten, um das Fortbestehen der Firma zu sichern.
Gleiches tat man hier und es sollte sich lohnen. Zu Hochzeiten beschäftigte man etwa 100 Mitarbeiter. Wie ich las, waren es 1935 nur noch 13 Angestellte und eine Kontoristin, in diesem Fall eine Dame, die sich mit der Verwaltung, Buchhaltung, der Abrechnung und vermutlich auch der Bestellung auseinandersetzte. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die fehlenden Arbeiter vermutlich durch Zwangsarbeiter ersetzt. Allerdings wurde in diesem Fall die Fabrik zur Rüstungsproduktion genutzt. Was genau hier damals produziert wurde und ob die Anlage komplett für Rüstungsproduktion verwendet wurde, ist allerdings nicht bekannt. Auch ist ungewiss, ob man nur wegen der Rüstungsproduktion die Zwangsarbeiter zugewiesen bekam oder ob man diese aufgrund der fehlenden männlichen Arbeitskräfte, die an der Front waren, anforderte. Das war nämlich damals auch möglich. Fakt ist aber, dass im Deutschen Reich zwischen 1939 und dem Kriegsende 45 12 bis 13 Millionen Zwangsarbeiter für Rüstungsbetriebe in öffentlichen Einrichtungen, Kirchen und bei Privatpersonen arbeiten mussten, unter menschenunwürdigen Bedingungen und das oft ohne oder nur mit sehr schlechter Bezahlung. Und von Arbeitsbedingungen wollen wir besser gar nicht erst anfangen, vor allem was Arbeits- und Pausenzeiten angeht, aber auch der Arbeitsschutz gegen Lärm oder Kälte und nicht zuletzt die Verpflegung war nicht im Ansatz ausreichend. Das aber nur am Rande, wir wollen wieder zurück zur Firma. Denn Beschädigungen bei Luftangriffen gab es wohl keine oder es gab keine Informationen darüber. Das westliche Industriegebiet wurde hier mehrmals überflogen und getroffen. Die Anlage ist allerdings gegenüber ihren Nachbarn deutlich kleiner. Vermutlich entging man einfach aufgrund der Größe diversen Beschädigungen. Wer zu dieser Anlage etwas berichten kann, ist wie immer gerne aufgerufen, hier sich in den Kommentaren zu verewigen und vielleicht was mitzuteilen, was er über diese Anlage weiß. Wir danken euch dafür. Dem Anschein nach entging die Firma der unmittelbaren Beschlagnahme und Verstaatlichung, obwohl Rüstungsbetriebe dieses Schicksal so gut wie immer ereilte. Bis Mitte der 50er Jahre produzierte Otto Jacobi weiter, allerdings bei weitem nicht mehr in der Größenordnung wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Rede ist auch nur noch von Jacobi selbst. Was aus Eichhorn und der Firma insgesamt wurde, bleibt ein Rätsel. In dieser Zeit wurde aus dem so florierenden Betrieb wohl nur noch eine kleine Schlosserei mit wenigen Arbeitern. Auch teilte man sich die Werkhallen mit einer anderen Maschinenfabrik und einem Röntgeninstitut. Das war allerdings nicht freiwillig, sondern angeordnete Sache. 1957 war dann endgültig Schluss mit Lustig, die drei Firmen mussten raus und das Gelände wurde dem neu gegründeten VEB Glasgespinst Leipzig zugewiesen. In diesem Zusammenhang geschah wohl dann auch erst die Zwangsenteignung. Was aus Jacobis Schlosserei wurde, ist auch hier ungewiss. Fraglich ist auch, ob Jacobi selbst überhaupt noch in seiner Werkstatt präsent war. Er hätte inzwischen ein hohes Alter erreicht, vielleicht diente er einfach nur noch als Namensgeber. Vielleicht übernahm aber auch jemand aus der Familie die Firma, aber das ist nur eine Theorie.
Der frisch entstandene volkseigene Betrieb wurde nur wenig später, 1963, dem deutlich größeren VEB Flachglas Torgau zugewiesen. Es war also nur eine kleine Zweigstelle hier in Leipzig. In den 60er Jahren erfolgten dann einige Umbauten am Objekt. Zu erwähnen ist eine große Lagerhalle im hinteren Bereich des Grundstücks. Laut der dort auffindbaren Unterlagen stellte das Glasgespinst komplette Fenster fertig zum Einbauen her, aber auch Abdichtungen und Glaswolle entstanden hier. Vermutlich waren hier nicht allzu viele Mitarbeiter beschäftigt, eine genaue Anzahl fand ich aber auch hier nicht. Mit dem Ende der DDR endete die Geschichte vom VEB. Das Glasgespinst selbst blieb allerdings erhalten und produzierte nun unter dem Namen Sächsisches Glaszentrum weiter. Doch mehr als ein Anlauf sollte dieser Ausflug in die freie Marktwirtschaft nicht werden. Ab den frühen 90er Jahren stand das Fabrikareal sich selbst überlassen leer. Anschließend folgte wie üblich Vandalismus, Kabelklau und so weiter und so fort. Ein paar Tage nachdem wir vor Ort waren, brannte es auf dem Areal. Bei den vielen Dokumenten, die hier umherlagen, auch kein Wunder. . 2015 kaufte eine Londoner Firma namens Emerson und Goldman das Areal, um dort zukünftig Platz für Künstler und Festlichkeiten zu schaffen. Tatsächlich tat sich dann auch etwas, zwar nicht unmittelbar nach dem Kauf, aber in den darauffolgenden Jahren wurde die Anlage akribisch beräumt, aber eine Sanierung im ursprünglichen Sinne fand bis heute nicht statt. Emerson und Goldman sind wohl auch nicht mehr. Man liest im Netz von einem geschlossenen Büro in der Dämmeringstraße. Stattdessen hört man von Crystallizer, die allem Anschein nach die Firma kauften. Ob man deswegen die Arbeiten am Objekt einstellte, ist nicht zweifelsfrei auszuschließen. Vielleicht hatte man einfach nun kein Interesse mehr. Im Objekt gab es mehr zu sehen wie erwartet. Kiloweise Unterlagen aus VEB-Zeiten. Aber auch so sorgte die Anlage für industriellen Charme und Perspektiven. Ein tolles Motiv war beispielsweise eine recht große Umkleide, in der man Dutzende Fotos hätte schießen können, einfach aufgrund der Hinterlassenschaften, die dort noch so zu finden waren. Schade, dass man bisher die Anlage nicht wieder integrieren konnte, aber vielleicht wird das ja doch noch. Ich verabschiede mich jetzt von dieser Bilderserie und hoffe, euch hat diese dritte Folge gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn dem so war. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter und denkt daran, auf unseren Kanal zu schauen, denn dort gibt es die cooleren Folgen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt mir gesund und macht's gut.